Große Spannung. Ich warte noch, dass das Licht ausgeht, weil dann ist eigentlich erst offiziell das der Abend eröffnet. Ah. Guten Abend. Ich spiele zwei Songs vorab, weil es zum Thema, zu dem, was Martin so liest, passt. Und dann kommt auch Martin irgendwann. Auf der Garmischer Autobahn. Während die Studentenrevolte tobte, Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat,
Gustav Heinemann Bundespräsident und unser Willy Brandt Bundeskanzler wurde, gehe ich durch die schwierigste Phase meiner Pubertät. Ich wäre so gerne ein Hippie gewesen. Oder wenigstens Gunter Sachs. Er war der Prototyp eines reichen, attraktiven, gebildeten Playboys. Er hatte die damals wunderschöne Schauspielerin Brigitte Bardot abgekriegt, hing auf Yachten an der Côte d'Azur herum und war ein genialer Fotograf. Aber meine Realität war eine andere. Ich musste in München zur Waldorfschule gehen, mich mit spießigen Wollsockenlehrern um die angemessene Länge meiner Haare streiten. Wie langweilig. Da kam es gut, dass mein Vater für 2 Wochen zu Dreharbeiten nach Venedig musste. Er drehte dort einen Film mit Kultregisseur Peter Lilienthal. Das war damals einer der angesehensten Autorenfilmer und es war außerdem ein Vergnügen, in seinen Filmen mitzuwirken, weil er oft in sonnigen Gefilden drehte. Schön also für meinen Vater. Schön für mich. So begab es sich, dass ein neuer BMW 1800 Ti mit Schräglenker-Hinterachse an der oben liegenden Nockenwelle, das also dieses bahnbrechend schnelle Gefährt, ungenutzt in unserer Garage herumstehen sollte. Ich war ja schon vorerprobt und entsprechend infiziert vom Traktorchauffieren zu Hause beim Bauern, wo ich von Heuhaufen zu Heuhaufen und zum nächsten Misthaufen hatte kurven dürfen. 2 Tage bevor mein Vater nach Italien aufbrach, da lag ich also schon auf der Lauer. Würde es mir gelingen, an die Wagenschlüssel zu kommen? Im Arbeitszimmer meines Vaters stand ein alter Sekretär mit vielen Schubladen. Die oberste hatte ein Schloss. Es war immer zu. Und darin befand sich das Allerhöchste. Der heilige Gral, der unerreichbare Zweitschlüssel eines BMW. Den Schubladenschlüssel, den trug mein Vater normalerweise immer bei sich. Ich beobachtete meinen Papa durch die halb geöffnete Tür und sah, dass das Geheimfach des Schreibtisches offen stand. Jetzt musste ich ihn nur noch irgendwie ablenken. Dazu ging ich zur Haustür, klingelte, versteckte mich schnell im Flur. Der Plan ging auf. Mein Vater ging zur Tür, öffnete. Diesen Moment nutzte ich. Schlich mich dick ins Schlaf, also ins Arbeitszimmer, und fischte den BMW-Schlüssel aus der offenen Lade. Außer dem Schlüssel waren da noch ein paar Papiere und Bürokrimskrams. Mein Vater war nicht der Ordentlichste. Ich schmiss sicherheitshalber noch ein paar Büroklammern in die Lade, deckte das Ganze mit einem Papier zu und flitzte dann zur Haustür, um meinen Vater scheinheilig beizupflichten. Unnütze Klingelputzer Nachbarskinder. Als mein Vater endlich abgereist war, begann die Nacht der Nächte. Abends gegen 11 Uhr, meine Mutter war zu Bett gegangen, schlich ich mich aus dem Haus. Draußen wartete schon Uli Pfister, mein bester Kumpel. Er war 12 Jahre alt und hatte sogar schon eine Freundin, die Frauke. Wir öffneten vorsichtig das Garagentor, das ich tagsüber mit Karambaöl eingesprüht hatte, damit es nicht quietschte. Geschafft! Leise schoben wir den Wagen aus der Einfahrt. Ich klemmte mich ans Steuer. Ein tolles Gefühl. Nach 100 Metern ließ ich ihn an. Uli nahm auf den Beifahrersitz Platz. Wir tuckerten los. Zunächst ganz behutsam mit 50 Stundenkilometern. Das kriegt nicht locker hin. Mein Vater hatte die Zeitschrift Auto, Motor und Sport abonniert und ich las leidenschaftlich gerne darin. Besonders Testberichte über den Bremsweg und die Leistung. Ich durfte auch schon mal ab und zu in die Garage einparken üben. Begierig sog ich immer alles auf, was mein Vater sagte und tat, beobachtete ihn auf jeder Fahrt beim Bremsen, Kuppeln und Gas geben. Das kam mir nun zugute, denn ich hatte den Wagen erstaunlich gut im Griff.
Dementsprechend wagte ich mich immer weiter vor. Zunächst fuhren wir zum Krankenhaus, wo ich auf dem großen, leeren Parkplatz mehrere Schleudertests durchführte. Der Wagen hatte Heckantrieb. Wenn man also eine enge Kurve fuhr und dann beschleunigte, dann brach er hinten aus. Ich übte begeistert Gegensteuer. Etwas, das noch heute die wenigsten Führerscheininhaber beherrschen. Danach wusste ich wirklich, wie man fährt. Wir verließen den Parkplatz, wagten uns wieder auf die Straße. Am Perlacher Forst entlang. Hinten. Die Racingstrecke. Vom Krankenhaus bis zum Tennisplatz. Schließlich durchgerast mit rassigen 130 Stundenkilometern. Immer schön in Deckung. Uli saß stoisch und vollkommen relaxed neben mir. Er war ein guter Beifahrer und schien Vertrauen zu mir zu haben. Vielleicht war er aber einfach auch nur gleichgültig. Eine Eigenschaft, die mir völlig abging. Um Punkt 1 Uhr nachts waren wir wieder zu Hause. Genial. Das ging am nächsten Abend wieder so. Und am übernächsten auch. Niemand merkte was. Und wir hatten auch überhaupt kein Mitteilungsbedürfnis. Warum auch? In den folgenden Nächten dehnten wir die Strecke aus. Landeten in irgendeinem Jugendclub auf einer Fete. Eindruck schinden. Natürlich nicht mit dem Wagen. Den hatten wir sicherheitshalber in einer ruhigen Seitenstraße geparkt. Zwar hätten wir gerne damit angegeben, aber dann wäre unser Abenteuer schnell vorbei gewesen. Das war es uns nicht wert. Zwischendurch wurden wir auch mal übermütig und beschlossen, ob unseres schnellen Fluchtfahrzeugs einen Kaugummiautomaten zu plündern. Das Teil erwies sich als außerordentlich resistent. So sägten wir einfach den Zaun ab, in dem es hing, und nahmen den Automaten samt Zaunstück einfach mit. Zu Hause, wieder in Sicherheit, weiteten wir das widerspenstige Teil aus und hatten danach genügend Kleingeld, um unseren BMW zu betanken. Das wurde auch langsam dringend nötig, denn die Autos schluckten damals noch 13, 14 Liter. In der darauffolgenden Nacht, mein Vater wurde am kommenden Tag zurückerwartet, ging es für uns nochmal um alles oder nichts. Einmal noch würden wir Helden sein. Einmal noch lag uns die Welt zu Füßen. Einmal noch waren wir Jack Brabham und Jackie Stewart, die beiden Formel-1-Weltmeister. Ab morgen würden wir wieder zwei einfache 13-jährige Mofa-Fahrer sein. Ich stylte mich dementsprechend cool. Als Krönung setzte ich den schwarzen Kommissarhut auf, den mein Vater an der Garderobe hängen hatte. So einen Altherrenhut von Dreharbeiten zur Polizeiserie ISA 12. Außerdem trug ich einen Ledermantel meines Vaters mit Fellkragen. Uli hatte ein Stirnband um und eine Lammfellweste an. Wir sahen aus wie Humphrey Bogart und Che Guevara. So fuhren wir zur Tankstelle und von dort euphorisch und vollgetankt zum mittleren Ring. Der Münchner Stadtautobahn. Wir grüllten Sympathy for the Devil. St. Petersburg, but I thought it was a time for a change.
Christmas dinner is still some Anastasia screaming me. And all the tanks through the desert stray, when the bitch creep rage, everybody's at stake. You is the nature of my game. Please to meet you when I hope it gets lonely. Oh, but what's dancing you is the nature of my game. Käfer mit einem Typen in Uniform am Steuer, der mir wie wild Zeichen gab. Martin, die Bullen, entfuhr Uli auf dem Beifahrersitz. Aber ich beruhigte ihn. Quatsch, bleib ruhig, Junge, ist nur einer von den Stadtwerken. Ich kenne deren Uniform. Trotzdem hatte ich ordentlich Muffensausen und nahm sicherheitshalber die nächste Ausfahrt Hellerbrunn. Dann hinten fein Feinkostmüller vorbei Richtung Tierpark, den Schleichweg in Richtung Heimat. Aber da kamen sie auch schon mit dem berühmten Barockengel, dem BMW 501, mit seinem geschwungenen Kotflügel. Einem Auto, wie aus der Polizeiserie, von der ich den Hut auf hatte. Ich kapitulierte. Sie überholten uns und stellten sich vor uns quer. Wahrscheinlich hatte der Mann von den Stadtwerken uns nur darauf aufmerksam machen wollen, dass es aus dem Auspuff qualmte und ich hatte... Also ich, Idiot, hatte nicht richtig reagiert. Wie denn auch? Hätte ich angehalten, dann wäre sofort klar gewesen, wie jung wir waren. Jedenfalls hat er wohl über Funk die Polizei alarmiert. An meinem schon damals vollendeten Fahrstil kann es wohl nicht gelegen haben. Angeblich hat man Diesel getankt, was ich bis heute bestreite. Jedenfalls war der Wagen heiß gelaufen. Na gut. Immerhin waren wir ordentlich geheizt und hatten den 1800er ganz schön hochgezogen. Mich erwartete zum ersten Mal dieser ganze Quatsch wie Hände aufs Dach und so weiter. Die beiden Beamten, auch sie hatten seltsamerweise eine gewisse Ähnlichkeit mit Beppo Brehm und Maxl Graf, den Darstellern der vorgenannten Krimiserie, bezeichneten uns als Rotzlöffel, Dammische. Und ließen sich auch von unserem geringen Alter nicht beeindrucken. Anders als die Rolling Stones hatten sie wenig Sympathie für die kleinen Teufel. Sie fuhren mit uns aufs Revier, nahmen unsere Personalien auf und brachten uns zu unseren Eltern. Das war dann, zumindest bei mir, Gott sei Dank, der angenehmere Teil des Abends. Meine Mutter, die von der Polizei geweckt wurde, war nur froh, dass mir und dem Wagen nichts passiert war. Und schimpfte gar nicht. Als mein Vater am nächsten Tag heimkam und von der Sache erfuhr, dann hielt er mir eine Standpauke. Mein lieber Scholli, stell dir mal vor, wenn dir was passiert wäre. Na gut, der liebe Scholli aus seinem Munde war meist ein Synonym für böser Martin. Aber ich tat einsichtig und klammheimlich gab sich mein alter Herr wohl auch selber die Schuld. Daran hatte er mir in seiner Autobegeisterung den Wagen doch mehr als einmal schmackhaft gemacht und mich sogar in der Einfahrt üben lassen. So beließ er es bei Ermahnung und nahm mir das Versprechen ab, mich nie wieder ohne Führerschein an Steuer zu setzen. Ja, nichts leichter als das. Denn an die Schlüssel kam ich sowieso nie wieder ran. Uli, er ging es wesentlich schlechter. Er wurde für den Höllenritt ordentlich bestraft. Als ich ihn tags darauf besuchte, hatte er Hausarrest und sein Vater hatte mit der Reitgerte den blanken Hintern versohlt. Ich durfte zum ersten Mal vor Gericht erscheinen, bekam 10 Mark Strafe aufgebrummt und musste 2 Mal zum Verkehrsunterricht. Dort sollte ich an einer Puppe
Mund-zu-Mund-Beatmung üben und lernen, dass man bei Rot nicht über eine Ampel geht. Ach, tatsächlich? Das war mir vorher noch gar nicht so bewusst gewesen. Es war also alles in allem sehr lehrreich und nützlich. Abgesehen von der Puppe. Denn sie küsste nicht zurück und ich konnte sie auch nicht wiederbeleben, weil sie aus Plastik war. PS, sie werde ich mit Sicherheit vor Gericht nochmal wiedersehen, sagte der Richter am Ende der Verhandlung zu mir. Damals war ich beleidigt, aber er war ja schließlich Richter und die behalten ja bekanntlich ja immer recht. Dafür werden sie bezahlt. Also Rolling Stones machen bestimmt weiter, aber Charlie Watts. Ja, was machen wir denn heute? Jetzt habe ich schon wieder hier so ein Getränk stehen. Ich hatte mir eigentlich heute mal was Gesundes eingepackt. Hier, so richtig Wasser. Wow. Ja. Don't drink it, fish fuck in it. Nein, das ist Bleifreiheit-Bier. Also ich habe es gestern krachen lassen. Ich glaube, gestern der Veranstalter meint es sehr gut. Aber es ist super, Stefan. Bleifreies Bier, wenn man aber so 4-5 hat, dann ist da, ja, muss man auch öfter mal so laufen. Aber ist okay. Nein, ist gut. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, Amerika. Also ich habe ja jetzt hier das erste Buch, Der wilde Ritt durch 50 Jahre Paragraphistan. Jetzt wollten wir heute einen Trip mal nach USA machen, euch mitnehmen natürlich. Ja, ich denke mal, werdet ihr viel Spaß haben. Und mal so mein Amerika, wie ich das so mir erobert habe. Gestern sind wir direkt, bin ich da mit meiner Familie, aber ich bin ja schon, mein erster Schnupperkurs in Amerika, der war schon, da denke ich mal, also wir machen auch eine Pause, keine Sorge, ja. Also wenn ihr Durst habt, gegen Blasenschwäche, haben wir ja schon erwähnt, Grano Fink, können wir haben da oben. Aber ich denke, also ich will auch nicht zu lang, aber ich wollte jetzt mal die Einführung machen. Die hatte ich gestern nicht gemacht. Da waren wir direkt, und zwar mein erstes Amerika und dann natürlich die Wüstenstory mit meinem Hund. Wenn dir recht ist. Du hast doch dein Abend, Martin. Ja, nein, das ist dein, unser Abend. Unser aller Abend. Ja, mein Abend. Ja, ich habe natürlich auch Spaß. Ich glaube, wenn ich keinen Spaß hätte. Also das ist ja hier kongenialer Gitarrist und Sänger, Künstler. Ich bin dankbar und froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Und ich denke, es ist nicht das letzte Mal. Morgen sind wir in Köln, dass wir zusammen was gemacht haben. Und ja, und hat jetzt schon super, also wir haben uns schon gut eingegruft, haben Spaß da. Ja, genau, also Amerika, weißt du, immer bereit sein für Neues, Hans. 1988 gehe ich mal zurück jetzt. Da wurde ich gerade am 13. Januar, das ist ja mein Glückstag, der 13. Januar, 88 wurde ich aus dem Knast entlassen. 28 Monate. Hatte ich dort verbracht. Wie immer, wenn ich Ärger mit Behörden gehabt hatte, beschloss ich, das Land zu verlassen.
Aber ich meine, dazu. Ohne Moos nichts los. Dazu musste ich erstmal Geld verdienen. Der Wirbel, den die Presse meine Entlassung machte, tat mir gut. Ich war wieder oder immer noch im Gespräch. Man hatte mich also nicht vergessen. Ich war noch wer. Von Geld, also von dem Geld, das die aufgeregte Boulevardpresse mir für die Interviews zahlte, fuhr ich erstmal mit meinem Kumpel Ted nach Sylt. Paar Tage Frischluft an der See genießen. Als erstes sprang ich dort ins Meer, mitten im Januar. Ich war ja abgeratet. Genug. Hatte in den letzten Jahren viele kalte Duschen abgekriegt. Ted durmste den ganzen Tag herum, bis er es mir schließlich erzählte. Er habe was mit Sunny. Ich weiß, es ist nicht fair, dir das jetzt erst zu sagen, Martin, aber vorher hätte ich es noch mieser gefunden. Was sagst du dazu? Tja, was sollte ich dazu sagen? Ich hatte ja schon so etwas vermutet. Es machte mir nichts aus. Sunny, das war mein altes Leben. Ein altes Leben. Sie war eine Verrückte. Sie hatte mich erst geheiratet und dann nicht mehr besucht. Ich kannte sie eigentlich gar nicht wirklich. Und jetzt, da wollte ich sie eigentlich auch gar nicht mehr kennenlernen. Ja, ist schon okay. Viel Spaß euch beiden. Sagte ich schließlich zu ihm und das meinte ich auch so. Wenn bei mir das Feuer aus ist, dann bleibt es auch aus. Da war keine Glut mehr, nichts mehr, wo man drin rumstochern und es zum Erglühen bringen konnte. Ted und ich sprachen nie wieder über dieses Thema. Die Scheidung ging über die Bühne, wir tranken danach noch einen Kaffee zu dritt und ich sah Sunny nie wieder. Gott sei Dank bekam ich schon kurz nach meiner Freilassung reichlich Rollenangebote, etwa in den Fernsehserien Der Fahnder, Soko und Knastmusik. Ja, Knastmusik, das war mit Dieter Krebs und Rolf Zacher. Die waren auch sehr gute Leute. Mit der Gage leistete ich mir mit Conny im Winter einen ersten Urlaub in Amerika, wo ich schon immer mal hin wollte. So plötzlich, wie sie verschwunden war, tauchte sie auch wieder auf in meinem Leben und wir führten unser lockeres Verhältnis so weiter wie vor meiner Ehe mit Sunny. An meinem 33. Geburtstag betrat ich zum ersten Mal amerikanischen Boden und kam mir vor wie Kolumbus. Für mich als Autonarren war dieses Land wirklich das Paradies. Wir hatten nichts außer dem Flug und einen Leihwagen gebucht. Der war kleiner als die meisten fetten Straßenkreuzer, die dort unterwegs waren, was meine Freude etwas trübte. Überhaupt erschien uns in Los Angeles alles zu groß, zu laut, zu schrill. So fuhren wir gleich erstmal 70 Meilen weiter nach Norden Richtung Santa Barbara, in ein kleines Küstenstädtchen namens Ventura. Da machten wir Halt und ich sprang zum ersten Mal in den Pazifischen Ozean. Ich kannte hier keine Menschenseele, aber irgendwas löste in mir seltsame Heimatgefühle aus. Heimat. So weit kannte ich vorher gar nicht. Heimat. Das waren für mich bisher übelste Klischees von Oberförstern, rauschenden Tannen, Blut- und Bodenideologie. Dieses Gefühl von hier gehöre ich hin, war mir bisher noch nie begegnet. George Bush, der Vater von George W. Bush, war gerade zum Präsidenten gewählt worden. Der Golfkrieg noch nicht ausgebrochen und die Terroristen noch weit weg. Der Dollar stand gut und Amerika war noch hoch angesehen in der Welt,
Da mochte ich mich gerne zu Hause fühlen. Wir nahmen uns ein Zimmer in einem kleinen Motel direkt am Strand und gingen erstmal frühstücken. Pfannkuchen mit Walnussirup, Hashbrowns, fettige kleine Reibekuchen, dazu Kaffee mit dünne Plörre, aber alles sehr billig. Danach entdeckte ich einen Motorradladen. Eine der Maschinen kostete so um die 2000 Dollar. Eine Honda mit kurzem Auspuff, einen super Sound. Nighthawk, das war eine Nighthawk. 4 Zylindern und 700 Kubik. Ich kaufte sie sofort. Eigentlich wollte ich eine Harley Davidson, aber ich gestand mir ein, dass dieser Reiskocher für meine Zwecke viel geeigneter war als eine Harley. Man darf nicht so ideologisch denken. Im Motorradladen sprach mich ein Typ an. Groß, lange braune Haare, offenbar ein Indianer. Hier gab es sogar echte Indianer. Er beobachtete mich eine Weile. Dann sagte er in breitestem Pfälzer-Dialekt: Ah, Mann, du bist ein Deutscher, freut mich mal, wieder Deutsch zu sprechen. Der Indianer hörte auf den sehr schönen Namen Horst. Er erzählte mir, dass er vor 20 Jahren aus Deutschland hierher ausgewandert war. Er hatte mal als Chauffeur von Hollywood-Star Sacha Gabor angefangen. Als die ihren adoptierten Prinzen geheiratet hatte, war er Motorradhändler geworden. Er schimpfte gleich auf die Amerikaner. Diese verdammten Yankees, diese verdammten Yankees. Als Deutscher kommst du hier nicht voran, die lassen dir nicht hochkommen. Ich bin nun mal kein Speichellecker. Diese Schereschleifer, diese Beurteilung konnte ich nun gar nicht nachvollziehen. Da war ich nun in meinem Traumland angekommen. Und der erste Mensch, der mir über den Weg läuft, ist ein Deutscher. Augenscheinlich geht es ihm gut mit seinem schnieken Motorradladen samt stattlichem Fuhrpark. Und was macht er? Was der Deutsche immer macht. Er ist ermotzt und ist unzufrieden. Der Typ ging mir auf die Nerven. Aber seine heiße Kawasaki, die wollte ich dennoch fahren. Also Probe fahren. Also pflichtete ich ihm bei. Laberte über meine Filme, das Boot. Das hat er gesehen, natürlich. Und leckte Speichel. Und es funktionierte. Nach einer halben Stunde hatte ich den Pfälzer um den Finger gewickelt und saß auf seiner Turbo Kawasaki. Ich gab Gas und düste los. Erstmal Conny im Motel überraschen, die noch ihren Jetlag ausschlief. Conny ließ sich nicht wecken. Mir auch gut. Ich fuhr auf dem Freeway, auf die berühmte 101 Richtung San Francisco. Mal schauen, wie viel die Kawa so hergab. Kurz vor Santa Barbara hatte ich die Spitzengeschwindigkeit erreicht und machte mich auf den Rückweg. Weg ungern zwar, aber mit Pfälzern ist nicht zu spaßen. Das wusste ich. Helmut Kohl war ja schließlich Kanzler. So fuhr ich zurück und raste am ersten Mal am Motorradladen vorbei. Horst, der stand schon laut vor der Ladentür und brüllte mir wie wild gestikulierend irgendwas hinterher. Nach einer rasanten Kehrtwende machte ich vor dem Laden eine elegante Vollbremsung. Das heißt, ich wollte eine machen, kam aber mit dem Hinterrad ins Trudeln und hätte mich beinahe noch hingelegt. Dann bist du verrückt, so auf dem Hinterrad zu bremsen, du hast ja keinen Respekt, du Schereschleifer, du. Wo, so, aber so seid ihr Deutsche halt. Jetzt schimpfte er nicht mehr auf die Amis. Jetzt schimpfte er natürlich, ich nahm es nicht persönlich. Er hatte etwas Unterhaltsames an sich. Irgendwie hatte ich den Kerl ins Herz geschlossen. Schließlich mochte ich ja auch Ekel Alfred aus der 70er Jahre Fernsehserie Ein Herz und eine Seele. Notorische Nörgler haben ja auch was ungemein Erheiterndes. Außerdem, das darf man nicht vergessen, kannte ich ja sonst niemanden. Am Abend, auch Conny war inzwischen halbwegs fit, saßen wir in Ventura beim Mexikaner auf der Veranda und aßen Hot Chili Tacos. Mein Gott, waren die Dinger scharf. Das war ja besser als ein Trip.
Auf einmal fuhr ein weißer Porsche auf dem Parkplatz direkt neben meine neue Honda. Wow, was für ein schönes Exemplar. Am Steuer saß eine knackige Blondine. Erst recht ein schönes Exemplar. Pass auf, du bist jetzt meine Schwester, sagte ich zu Conny, die mich irritiert anschaut. Ich will nämlich diesen Porsche fahren. Conny verstand nicht. Du bist echt ein Chobi, Martin. Den ganzen Tag, da lässt du mich im Motel hocken und jetzt soll ich auch noch deine Schwester geben? Sagst du was? Ich raune dir zu. Tu es für mich, Baby. Du wirst es nicht bereuen. Lass sie bitte einfach in dem Glauben. Damit deutete ich auf die Lady, die gerade aus dem Porsche ausstieg. Okay, Big Brother. Ich weiß zwar nicht, worauf du hinaus willst, aber an mir soll es nicht liegen. Oder lachte Conny. Respekt, mit ihr konnte man wirklich Pferde stehlen und erst recht einen Porsche entern. Ich ging zu meinem Motorrad und holte etwas aus der Satteltasche. Nice bike, sagte die Fremde. Nice Porsche. Grinste ich zurück, angebissen. Ich lud sie ein, sich zu uns zu setzen. Stellte ihr meine Schwester Conny vor und wir kamen ins Gespräch. Sie hieß Kathleen und war Immobilienmaklerin. Sie trug eine knackig sitzende Lederhose, ein hautenges weißes T-Shirt, nabelfrei und mochte uns auf Anhieb. Für den nächsten Abend lud sie uns zu einer Party bei sich zu Hause ein. Sie hatte eine prächtige Villa direkt am Ventura Beach und es waren jede Menge nette Leute da. Kathleen stellte mich gleich einer Freundin vor. Mary, auch eine ganz süße. Hier ging was, dachte ich sofort. Ich vergnügte mich eine Weile auf einer Luftmatratze am Pool. Dann fand ich es an der Zeit, Kathleen zu erobern. Aber da gab es noch zwei winzige Probleme. Erstens, wo war sie? Zweitens, was würde Conny dazu sagen? Und wo war sie überhaupt? In einer schummrigen Ecke der Terrasse fand ich die beiden eng umschlungen tanzen. Miteinander. Alle Achtung, so kannte ich Conny ja noch gar nicht. Vielleicht konnten wir ja einen flotten Dreier machen. Diese Idee verwarf ich gleich wieder. Conny galt ja als meine Schwester. Da konnte ich ja schlecht mit ihr ins Bett hüpfen. Mary forderte mich zum Tanzen auf. Als ich ihr einen Kuss auf den Nacken hauchte, machte sie sich jedoch abrupt von mir los und erklärte mir, sie sei mit Kathleen zusammen. Es dauerte eine Weile, bis die Botschaft in meinem Hirn ankam. Meine Güte. Ein lesbisches Paar? Mann, ich war ein Idiot gewesen. Während ich dachte, Kathleen habe mit mir geflirtet, hatte sie es die ganze Zeit auf Conny abgesehen. Die musste ich sofort warnen. Aber wo war sie? Und wo war Kathleen? Die eifersüchtige Mary klärte mich auf. Die beiden Frauen waren mit dem weißen Porsche weggefahren. Das hatte ich nun davon. PS. Conny kam erst um 6 Uhr morgens wieder zurück. Warten Sie ja, fragte ich eifersüchtig und neugierig. Am anderen Ufer, mein Schatz. The cold winter's coming on. Sweethearts walk by together, but I still miss someone. I go out on a party and look for a little fun, but I find
dark and calm. Cause I still miss someone. But I never got over those blue eyes. I see that they're pretty well. I miss those eyes that held me when all my love was there. But I wonder if she's sorry for leaving what just had begun. There's someone for me somewhere, but I still need someone. Oh, but I still need someone. Oh, yes, and I still need someone. Auf Johnny Cash. Ja, der große Johnny Cash. Den hat er auch der Phoenix gespielt, ne? Der Phoenix. Der den Joker, mit dem Joker den Oscar bekommen hat. Glaube, ja. Jack in the Phoenix. Jack in the Phoenix. Toller Schauspieler. Ja. Jackie Phoenix. Ich hatte letztes Jahr in. 2019 war. Nee, wann war das? 2019, ja. Kam der Joker raus im Kino. Im Herbst. Habe ich in Essen im Rathaustheater gerade geprobt. Das Abschiedsdinner mit Jochen Busse als Regisseur. Urgestein. Ja, also kommt ja aus Rudi Carrells Schule praktisch. Hat er gesagt, Martin, zu uns allen, wenn ein Schauspieler einem anderen einen Hut aufsetzt, dann gibt's ein Lacher. Ja, das stimmt. Also, da habe ich später mal alte Rudi Carrells gesehen und Rudi Carrell hat das auch öfter gemacht. Einen Hut aufgesetzt und dann gab's ein Lacher. Ich glaube, bei Stan und Olli ging das los. Ja, genau. Genau, da gab's den. Das war. Dann habe ich, das war sehr viel Text, ich spiel. Wir sind immer noch mit dem Stück unterwegs, haben wir jetzt ein bisschen Pause gemacht. Wir waren letztes Jahr in Köln 61 Shows im Theater am Dom gemacht. Normalerweise werden wir dieses Jahr dann mit in Düsseldorf, also im Köln-Theater, beim Robbie Heinersdorf, da. Das ist auch seine Inszenierung, aber ist ja mit komplexe Väter, hat vielleicht auch einer gesehen. Mit dem Balder, auf jeden Fall Robby, das sind so und Hugo Ego Balder und der Busse, das sind schon Granaten, ne? Alter. Bin ja auch schon eine Granate, so eine Alte, aber. Ja, auf jeden Fall, ich bin auch immer einer, der also immer Method Acting macht. Also ich bin jetzt keiner, der. Ich lerne zwar mit dem Diktaphon auch so meine Texte vor. Das hasse ich eigentlich, Texte lernen, so ins Blaue. Vor allem, wenn man so einen Egomanen spielt. Da, weil so ein Egomane, so ein Narzisst, der hat ja auch Gefühle. Der redet ja immer von sich, das sind ja eigentlich sehr egoistische Menschen. In unserer Gesellschaft heutzutage sind fast nur noch Egomanen am Start. Jeder meint, das ist das Tal. Ja. Ein bisschen, vor allem in diesen sozialen Netzwerken. Ja. Egal, auf jeden Fall. Ich musste auch so lachen, so Lachanfälle und dann direkt ins Weinen übergehen. Weil mein Psychiater, der ist an Krebs gestorben, das war für mich eine Katastrophe. Also nicht, dass der gestorben ist an Krebs, sondern dass ich jetzt keinen Psychiater mehr hatte. Das war ich. Deswegen, und dann muss ich. Ja, auf jeden Fall, dieses Laden, da sah ich den Joker, und der war halt großartig im Lichtburg-Theater. Und guckt man sich automatisch als Schauspieler so ein. Ich meine, das ist ja eine super Rolle, ein super Schauspieler. Da ist man natürlich, das färbt schon auf einen ab.
Da versucht man natürlich irgendwie jetzt, ja, irgendwie da was zu übertragen. Versucht man mal, so in der Probe, ich war ja noch in der Probe. Und dann meinte der Bus, sag mal, Martin, was machst denn du da? Wo guckst du eigentlich hin? Er guckt dich so nach vorne mit so einem Blick, so einer Bedeutung. Sag mal, das ist ja der typische Stadttheaterblick, dreh dich jetzt mal um. Und dann sagt er, sag mal, also Martin, also wenn du so weiterspielst, ich kenne das Essener Publikum, also in der Pause sind alle weg. Sag mal, ich glaube, du kriegst ja auch noch Geld dafür. Ja, und naja, wie auch immer. Ich bin einer, der auf der Premiere dann immer super ist, weil für mich zählt dann, wie beim Fußball, das Spiel. Und ich liebe dann die Spannung, ich sehe das dann sportlich und will ich auch gewinnen natürlich. Sag mal, sollen wir jetzt eine Pause machen mal, gell? Ich glaube. Ich glaube mal, da könnt ihr euch ein bisschen entspannen und dann gehen wir. Ich glaube, kann man einen kleinen passenden Song spielen. Ja, sowieso. Den du dir auch gewünscht hast, den wir gestern gar nicht gespielt haben. Der vielleicht auch passt. Ja. Living easy, loving free, season ticket on a one-way ride, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, there ain't nothing I would rather do. Going down, party time, friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. On the highway to hell. No stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow nobody down. Like a wheel, don't spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey, Satan, pay my dues. Hey, I'm in a rocking band. And mama, look at me. I'm on my way to the promised land. Thank you.
Gehen wir ins Jahr 2000, vorhin waren wir im Jahr 1988. Jetzt sind wir im Jahr 2010, nee, jetzt sind wir früher, 2008 glaube ich, muss mal gucken. Genau, wir sind jetzt doch 2010. Hätte ich mal markieren sollen. Ja. Noch, jetzt haben wir einen besseren Ton. Wir haben es nochmal, ich wollte es vorhin schon sagen. Jetzt ist ein bisschen hoch der Regler, aber ein bisschen unten. So, noch immer das Jahr 2010. Ein Buddy stellt sich vor. Hola, Ruf, ich möchte mich kurz vorstellen. Buddy, einfach nur Buddy. Man hat mir das Wort erteilt, was ich hiermit dankend annehme. Ich bin ein waschechter Insulaner, weil ich nämlich auf der wunderschönen Insel Mallorca geboren worden bin, was schon eine Weile her ist. Schön ist es für mich trotzdem nicht immer gelaufen auf dieser Insel. Das kann ich euch bellen. Wuff, wuff. Auch als Einheimischer habe ich eine Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, wie das so unter den Menschen läuft. An meine frühe Zeit als Welpe kann ich mich kaum noch erinnern. Meine leiblichen Eltern haben mich diesen Zweibeinern überlassen, die ich eine Weile für meine neuen Eltern hielt. Sie nannten mich Raus. Zunächst glaubte ich, das sei mein Name, denn sie sprachen nicht viel mit mir. Das Einzige, was ich zu hören bekam, war Raus. Später verstand ich dann, dass es nur eine Aufforderung war, aus ihrem Blickfeld zu verschwinden. Es fiel mir nicht leicht, sie zu verstehen. Ihre Sprache war nicht meine Sprache, aber sie gaben mir etwas von ihrem Futter ab. Nicht genug, um satt zu werden, aber es reichte zum Überleben. Was wollten die von mir? Warum hatten die mich meiner Familie weggenommen? Mochten sie mich? Verstanden sie mich überhaupt? Mochten sie mich? Warum handelten die, warum behandelten die mich so von oben herab und bereiteten mir körperliche Schmerzen? Viele Fragen, keine Antworten. Ich wurde älter und wollte nur noch weg. Weg, 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 mein eigenes Leben führen. Nicht mehr geschlagen werden, mir mein eigenes Futter suchen und natürlich eine nette Hundedame kennenlernen. Ja, das wollte ich. Eines Tages, als der männliche Zweibeiner wieder einmal raus rief, nahm ich ihn ganz genau beim Wort. Ich verfüge über gewisse Talente und das Springen über hohe Zäune und Mauern beherrschte ich schon damals. Ein Anlauf schon, wuff, überwand ich das Hindernis und raste davon. Zu dumm nur, dass er mich verfolgte und zu packen bekam. In seinem eckigen, lauten Ding fuhr er mit mir auf ein einsames Gehöft. In einen Sack stopfte er mich und band mich an und band ihn zu, den Sack. Dann hörte ich ihn wegfahren. Ich vermisste weder ihn noch seine Kutsche, wie er dieses übel riechende, schnelle Ding auf vier runden Beinen nannte. 4 Stunden muss ich alleine in der Dunkelheit zugebracht haben, bevor mich jemand wegtrug. Nach einer weiteren Ewigkeit erlöste mich ein weiblicher Zweibeiner. Endlich. Ich kannte sie nicht, aber sie roch gut und gab mir Futter. Gutes Futter, wie ich es nie zuvor bekommen hatte. Aber ich traute Zweibeiner nicht mehr. Vielleicht würden sie mir das Futter wieder wegnehmen. Oder einen der vielen wütend bellenden Vierbeiner dort auf mich loslassen. Aber meine Sorge war diesmal ganz unbegründet. Die leckeren, mundgerechten Fleischklöße waren nur für mich. Ich habe eigentlich Durst. Dachte, ich kriege die Arbeit zu trinken.
So konnten die großen Zweibeiner also auch sein. Und sie redeten mit mir. Sie schienen es sogar toll zu finden, dass ich alles gierig frage. Wuff, wuff. Ohne etwas mehr übrig zu lassen. Also ich konnte essen, so viel ich wollte. Es musste das Hundeparadies sein. Oder nicht? Sie nannte mich Komm und führte mich in einen kleinen Raum, nur für mich allein. Da war ein Zaun rundum, sogar über mir, okay? Es war dort etwas kühl und roch auch nicht wirklich gut. Aber diese Zweibeiner tat mir nicht weh, obwohl sie mir ihre Zähne zeigte. Neben mir wohnten andere Hunde, die mir auch ihre Zähne zeigten. Aber die bellten laut und wütend. Ich lernte schnell, dass die großen Zweibeiner sich Menschen nannten und dass die weiblichen Menschen Frauen genannt wurden. Vierbeiner, wie meine Nachbarn und ich, hießen in der Menschensprache Hund. Nein, nicht ganz. Es gab Ausnahmen. Eine davon, die saß auf dem Dach meiner Behausung und begrüßte mich mit einem friedlichen Miau. Miau. So sahen Katzen also aus. Die vielen neuen Erfahrungen machten mich müde. Und zum ersten Mal in meinem Leben schlief ich satt ein. Am nächsten Morgen kam die Frau zurück. Wegen des vielen Futters war mir in der Nacht ein Malheur passiert. Wie ein Häufchen Elend saß ich neben meinem gemachten Häufchen und erwartete Schläge und Geschrei. Sie rief mich zu sich heraus. Ja doch, aber ihre Stimme, die blieb ruhig und die Hand streichelte mich sanft. Ich bellte sie nicht an und sie stellte mir einen Teller mit leckeren kleinen Keksen hin. Aber nicht nur mir, auch die anderen Hunde, die bekamen auch Kekse, egal ob sie bellten oder nicht, irgendwo hingemacht hatten oder sich ängstlich wegduckten. Ich musste zwar wieder in meine Behausung zurück, leider, beschloss aber trotzdem, diesen Menschen zu vertrauen. Am Nachmittag kamen andere Menschen, die von Behausung zu Behausung gingen, von den Menschen Zwinger genannt und uns ihre kleinen weißen Zähne zeigten. Um mich herum kläffte und bellte es wie wild, wirklich dämlich, meine Nachbarn, die hatten doch gar nichts kapiert. Ich schon. Menschen zeigten mir ihre Zähne, weil sie mich mochten. Konnte man doch riechen. Zwar verstand ich ihre Sprache nicht, aber meine Nase konnte, auf die konnte ich mich verlassen. Das vor meinem Zwinger, das waren die Guten. Ich war doch auch ein Guter. Weil ich ein aufmerksamer Beobachter war, hatte ich den Bogen auch schon raus, wusste, was man tun musste, um gestreichelt zu werden und eine Extraration Kekse zu ergattern. Am besten nicht gleich ins Gesicht. Das mögen sie nicht so sehr. Die Hand ist viel besser, viel besser. Dann ein entwaffnender Hundeblick, gepaart mit dem Schieflegen des Kopfes und einem zarten Fiepen. Auf keinen Fall bellen oder sie mit schmutzigen Pfoten anspringen. Es sei denn, die Menschen klopfen aufmunternd an ihre Oberschenkel. Dann und nur dann wollen sie nämlich, dass du an ihnen hochspringst. Schon seltsam, diese Menschen, die sich nicht einmal selbst verstehen. Ohne Instinkt sind die. Deshalb bist du ihren Launen auch hilflos ausgeliefert. Außer du bist ein kluger Hund und studierst ihr Verhalten gründlich. Dann kannst du nicht nur riechen, wie sie drauf sind, sondern es auch in ihren Gesichtern ablesen. Wenn sie wütend oder aufgeregt sind, dann überschlagen sich ihre Stimmen und
werden höher und schrill. Dann ist es höchste Zeit, das Feld zu räumen. Sie sind oft nicht die hellsten, diese Menschen. Dafür haben es ihre Vorderpfoten in sich. Nicht zum Rennen geeignet, wie bei uns Vierbeinern, was sie langsam macht. Aber sie können damit greifen, Türen aufschließen, Gegenstände werfen und fangen und, was das Wichtigste ist, Futter sammeln und es uns vorsetzen. Ein echter Vorteil. Das Streicheln ist auch nicht zu verachten. Manche von ihnen haben eine richtige Schwäche für unsere Bögen und zuweilen sogar lieber als ihre Artgenossen. Der nächste Nachmittag kam. Dann noch einer und so weiter. Manchmal nahmen Besucher einen von uns Hunden mit. Den, der am wenigsten bellte. Oder sofort kam, wenn sie komm, 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 riefen. Ich wollte auch mitgenommen werden. Adoptieren, nannten sie es. Also stand ich am Gitter meines Zwingers und versuchte, meinen Charme spielen zu lassen. Aber der riesige Rottweiler links neben mir stahl mir mit seinem Gebell die ganze Show. Er war so laut und wirkte so abschreckend mit seinen feindlich, feindselig entblößten Zähnen, dass niemand auch nur in meine Richtung schaute. Wenn ich ehrlich bin, ich wollte unbedingt raus aus meiner engen Behausung, aber aus Überzeugung hätte ich mir diesen Zeitpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt keinen der bisherigen Besucher als neues Rudel ausgesucht. Doch dann, eines Tages kamen sie, eine kurze Zeit vor meinem Gitter, und ich konnte riechen, dass die Frau und der Mann nett waren. Sie hatten den Geruch eines glücklichen Hundemädchens an sich. Zu denen wollte ich. Die sollten mich adoptieren. Zunächst sah alles auch sehr gut aus. Ich gab mein Bestes und betörte sie nach allen Regeln der Kunst. Aber ein kleiner Kontrahent mit weißem Fell schien das Rennen zu machen, wurde herausgeholt und liebevoll gestreichelt. Ohnmächtig musste ich dabei zusehen, bis die Frau vorbeikam, die mich aus dem Sack befreit hatte und seither jeden Tag mit gutem Futter versorgte. Auch jetzt hatte sie eine große Schüssel mit Futter dabei. Da war das nette Menschenpaar abgemeldet. Der kleine Weiße rannte lieber hinter der Futterspur her. Das fanden die gar nicht gut. Meine große Chance. Unsicher schauten sie sich um. Und ihr Blick streifte mich. Da hob ich meine Pfote, zeigte die Zunge. Wir nehmen diesen da, hörte ich den fremden Mann sprechen. Ja, wer bist du denn? Sprach die fremde Frau zu mir, und ich leckte ihr durchs Gitter die Hand. Schau mal, der hat sich uns ausgesucht. Na klar, und so und nicht anders war das damals. Und was das süße Hundemädchen anging, deren Duft ihnen anhaftete, da habe ich auch den richtigen Riecher gehabt. Crazy hieß sie und wurde meine erste große Liebe. Seither bin ich ein glücklicher Hund, mit einem Rudel bestehend aus Menschen, Hunden und Katzen. Wir alle verstehen uns prächtig. Liebe kann man lernen. In diesem Sinne, vertragt euch euer Huff-Buddy.
Das Jahr 2014 oder wie man in Arizonas wildem Westen einen Hund verliert. Wenn ich an das Jahr zurückdenke, dann zuerst an unseren Wüsten-Buddy. Aber ich fange wohl besser von vorne an. Es war Ende Januar und die zweite Tournee mit der Rosenkrieg erfolgreich absolviert. Als Sonja und ich für 3 Monate Richtung Miami, Florida starteten. Dort angekommen fuhren wir über die Florida Keys bis nach Key West. Wie eine Perlenschnur reihte sich Tropeninsel an Tropeninsel, Koralleninsel an Koralleninsel. Wer auf dieser Strecke nicht entschleunigen konnte, für den kam wirklich jede Hilfe zu spät. Was uns anging, das für eine Woche angemietete Cottage durfte 2 tiefenentspannte Gäste in Empfang nehmen. Dazu trug auch der fette Chevy Tahoe bei. Komfortabel ohne Ende. Musste die auch sein, die Kutsche. Schließlich hatten wir einige tausend Kilometer vor uns. Aber erstmal ging es zurück nach Miami, wo mein enger Freund Chris De Pietro uns schon sehnsüchtig erwartete. Auch dort hatten wir ein Haus angemietet. Weil ich mit einem Dauer-Jetlag zu kämpfen hatte und Sonja davon unbeeindruckt noch fest schlief, fuhr ich mit Buddy und Teddy, also sein Kumpel Teddy, auf eine Joggingrunde nach South Beach, dem glamourösen Vorzeigestrand von Miami, direkt am Ocean Drive gelegen. Vor 7 Uhr morgens radelten einem auch noch keine Security-Leute über den Weg. Vom Strand zurück? Dann schon. How are you doing? Grüß dich höflich. Höflich war immer gut, man konnte ja nie wissen. An meinen Hunden störte sich der junge Mann um diese Uhrzeit zwar noch nicht, aber bei den Parkuhren sah das bestimmt anders aus. Die Scheißdinger schluckten ein Vermögen, das ich nicht aufbringen wollte. Cool, das ist mein Freund Christy Pietro, der mich mit einem Handicap-Schild für die Frontscheibe ausgestattet hatte. Das Stück Plastik befreite mich tatsächlich vom Blechen. Ein Problem ergab sich trotzdem. Badehose, Sportshirt, hat nicht mal eine popelige Tasche, sodass prompt der Wagenschlüssel verloren gegangen war. Na großartig. Der Anhänger der Mietwagenfirma inklusive Kennzeichen konnte den Finder leicht zum Tahoe führen. Und in der Mittelkonsole war ein Großteil unserer Reisekasse versteckt. Ich sah Sonja schon einen hysterischen Kriegstanz aufführen. Stress war trotzdem das Letzte, was ich an diesem himmlischen Ort jetzt gebrauchen konnte. Also quatschte ich den Security-Mann Alex auf seinem Fahrrad an und erzählte ihm von der Misere. Er versprach, Augen und Ohren offen zu halten und bekam eine Mobilnummer. Ein Starbucks-Kaffee direkt neben dem Marriott Hotel zog mich magisch an. Ohne einen Cent in der Tasche genossen ich und meine Hunde Eiswasser. Das Einzige, was nichts kostete. Aber es war ja nicht umsonst mein gelobtes Land. Etwas würde sich schon ergeben. Hey, Semmelrogge! Hörte ich jemand den österreichischen Dialekt rufen und schon haute hinüber. Wie lacht's? Was machst du so? Alles leibend? Ja, so fing das Gespräch an. Als wir uns trennten, hat dieser superlässige Österreicher mir einen Kaffee spendiert und ungefragt $100 geboten. No problem, er wäre jeden Morgen um diese Zeit im Starbucks und Wiedersehen mache Freude. Als nächstes schlenderte ich in die Lobby des Marriott Hotels. An meinen Hunden schien sich niemand zu stören. Also ging ich weiter Richtung Hotelstrand, als ich auch schon üppige Hollywood-Schaukeln in einer Pool
Landschaft ausmachte. Only for hotel guests, also wohlgemerkt. Alles klar, ich war doch ein Hotelgast, oder? Kaum saß ich auf einer der Schaukeln, begrüßte mich auch schon eine Latina-Schönheit. Hi, I'm Francisca, I'm your host for today. How are you doing? Natürlich ging es mir großartig, bei dem Anblick sogar noch besser. Um Eiswasser für die Hunde bat ich und gab Franziska eine 5-Dollar-Note aus dem geliehenen Geldbündel. Also, wenn ich kein Hotelgast war, wer denn dann wohl sonst? Im Buffetbereich fragte mich auch niemand nach Namen und Zimmernummer. Also langte ich ordentlich zu. Buddy und Teddy kamen auch nicht zu kurz. Was jedoch jetzt noch fehlte, war ein Schläfchen auf der Hollywood-Schaukel. Um kurz vor 12 wachte ich wieder auf und bewaffnet mit einem frischen Kaffee aus dem Starbucks wollte ich die Lage erkunden. Über beide Ohren grinsend kam mir Alex von der Security entgegen. Ich habe versucht, dich telefonisch zu erreichen. Hey Martin, somebody found your key. Wow! Was? Jemand hat meinen Schlüssel gefunden? Mensch, ich war zu Geld gekommen, hatte ein delicious Brunch genossen und noch ein Nickerchen gemacht. Und als Krönung war ohne mein Zutun sogar der verlorene Schlüssel wieder aufgetaucht. Ich sag's ja immer, relaxed muss man Probleme angehen. Nice and easy. Natürlich habe ich dem netten Österreicher seine 100 Dollar zurückgegeben. Ehrensache. Von Miami aus ging es die Golfküste hoch bis St. Petersburg, Sunshine State. Eine weitere Woche lang genossen wir das besondere Flair zwischen modernem Yachthafen und schillernder Künstlerszene, zwischen Geldadel und breitem Kulturangebot. Weiter ging es nach Houston, Texas. Dort gab es eine Cousine, die ich bisher noch nicht persönlich kannte. Treffpunkt war ein Club in der Stadt. Sonja und ich und dann auch meine Tochter Joanna würden auf der Rückfahrt wieder vorbeischauen. Die weitere Tour führte durch New Mexico und Arizona bis in bestens bekannte Gefilde Kaliforniens. 3 Wochen L.A. und Ventura, in denen wir auch David Hasselhoff besuchten. Don't Hassel, Hasselhoff. Who? The house. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom all around. Super, yeah. I've been looking for freedom. In Las Vegas holten wir für einige Tage meinen Freund Mike ab. Als der wieder abflog, kam auch schon Joanna, meine Tochter, an. In der vollen Besetzung von 3 Erwachsenen und 2 Hunden überfuhren wir ein weiteres Mal die Grenze nach Arizona auf dem Weg zurück nach Houston. Ein Hotel mit Poollandschaft in Phoenix war der perfekte Zwischenstopp. Mit den Pools begann allerdings auch das Verhängnis. Am Tag der Weiterreise konnte ich mich nämlich erst sehr spät davon losreißen und die Müdigkeit behielt mich im Griff. Ein kurzer Boxenstopp zum Eisessen und meine Tochter Joanna übernahm das Steuer, trotz überschaubarer Fahrpraxis. Welche großen Gefahren waren auf der Interstate 10 schon zu erwarten? Mitten in der Wüste, wo sich die Kojoten gute Nacht sagten, dass es bald dunkel werden würde, war auch okay. Mein Instinkt mahnte mich trotzdem zur Vorsicht. Kein Stress. Wir müssen heute keinen Rekord mehr brechen. Wir nehmen doch eh die Abfahrt nach Wilcox. Lass uns einfach bis Wilcox. Ist nicht mehr so weit. Bereits vor einem Monat hatten Sonja und ich dort in einem Motel übernachtet, das von einem schwulen Pärchen geleitet wurde. Reizende Leute. Das 3000-Seelen-Kaff selbst
war alles andere als ein Geheimtipp. Mit lediglich einem McDonald's, einem Fonds Supermarket, einem kleinen Krankenhaus und einer Tierarztpraxis. Kulturelles Angebot, Fehlanzeige. Das Letzte, was ich von dem Einschlafen auf der Beifahrerseite mitbekam, war vor allem Sonja, die pausenlos über Gott und die Welt philosophierte. Die Gegend ist gefährlich. It's dangerous. Besonders die Postkutschen. Für Postkutschen, ja. Für Postkutschen. Especially by night. Überfälle sind an der Tagesordnung. Der nächste Sheriff, einen halben Tagesritt entfernt. Und zum Teufel, ich sitze noch alleine auf dem Kutschbock mit einer Winchester Model 73 griffbereit, dem schweren Colt am Gürtel und meinem treuen Hund Buddy neben mir. Hörst du das auch, mein Freund? Hinter uns geht doch was vor. So eine Scheiße wusste ich doch. Da kommt die Mörderbande schon angeritten. Ja, vorwärts, ihr lahmen Keule! Schneller! Yeah! Das Pack kriegt ein Feuerwerk geboten, dass die so schnell nicht vergessen werden. Ich habe Leben und Ehre von zwei Ladies zu verteidigen. Das wollen wir doch mal sehen. Feuer! Nachladen! Feuer! Na, wie gefällt euch das? Die Kutsche sieht zwar aus wie Schweizer Käse, dafür sind drei Geigenvögel aus dem Sattel geschossen. Hey, Buddy, yeah! Buddy schnappt dir den Kerl auf dem Dach. Yeah, zerfetzt ihm das Bein genauso. Hier! Nimm den Gewehrkolben mitten in die Visage. Guten Flug! Ja, und noch eine Portion durch. Gut durchgekaut, Papa hinterher. Fucking Bastard. Adolf, Femmelrocke, anhalten. Wir wollen doch nur die Frauen. Wie war du, alter Hurenbock? Tisch dich mal von hier. You fucking Bastard. You bitch. You son of a bitch. Ich habe nicht, Mama. Ich nicht. You guys, I'm not. But mein Gewehr schon. Mist. Shit, leer geschossen. Hier, aber jetzt Todesgrüße aus meinem Colt. Kneift die Arschbacken zusammen. Banditen von beiden Seiten. Die schießen auf unsere Pferde. Nein, die Kutsche. Nie auf den Arsch. Schotter Untergrund riss mich je aus meinem Traum. Was machte denn meine Tochter plötzlich auf dem Kutschbock? War das überhaupt ein Kutschbock? Noch während ich mich zu orientieren versuchte, schrie ich Joanna an. Gib Gas! Du bist doch viel zu langsam unterwegs. Sind wir hier überhaupt noch auf der Straße? Aber sie machte alles richtig. Wir befanden uns in einer Baustellenzone. Working Zone, 45 Miles. Ich war immer noch nicht ganz in der Realität angekommen, als es uns mächtig von hinten erwischte. Die tonnenschwere Karre wurde mehrmals um die eigene Achse und von der Fahrbahn geschleudert, als säßen wir in einem dieser Fahrgeschäfte auf dem Rummelplatz. Von der Wucht wurden alle vier Reifen zerfetzt, die Airbags waren aufgegangen, jetzt fingen sie schlaff runter. Ich raffte es immer noch nicht. Wer und wo waren diese feigen Strolche, die auf uns feuerten? Verdammte Scheiße! Raus! Raus! Das Auto explodiert! Hörte ich Sonja schreien. Jetzt erst nahm ich Gasgeruch wahr. Neben mir saß Joanna, die unter Schock hyperventilierte. Meine Beifahrertür, die ließ ich als einzige öffnen. Draußen kamen auch schon die ersten Autos zum Stehen. Jemand rief. Da war ein Hund! Hinter mir schrie Sonja. Buddy ist weg! Teddy ist noch da, aber Buddy ist weg. Er musste also durch die offene Beifahrertür geschlüpft sein.
Und dann sah ich den Grenzübergang nach State New Mexico, etwa einen halben Kilometer entfernt. Wieso hatten wir die Abfahrt nach Wilcox denn nicht genommen, verdammt? Am Rande des Geschehens umkreisten uns Kojoten und giftige Klapperschlangen, waren sicher auch nicht weit. Vor Tagen hatte ich noch gelesen, wie man sich bei einem Schlangenbiss zu verhalten hatte, um nicht zu sterben. Und mein kleiner Kumpel irrte ausgerechnet jetzt kopflos durch eine Wüste voll mit solchen Kreaturen. Das konnte er unmöglich überleben. Wie von Sinn rannte ich los auf die Straße, wurde aber aufgehalten und der Fahrbahn gezerrt. Wir standen alle unter Schock. Wie sich herausstellte, waren wir nicht etwa von Wegelagerern abgeschossen worden, sondern von einem alten Mann in seinem monströsen Wohnmobil. Er war zu schnell unterwegs gewesen, hatte uns in der Dunkelheit zu spät gesehen und uns beim Ausweichen hinten voll einen mitgegeben. Der zuständige Sheriff vor Ort ordnete an, dass uns der Abschleppwagen des Autovermieters mitnehmen sollte, zurück in das Western-Kaff Wilcox. Sag es doch, fucking Wilcox, irgendwo im Nirgendwo Richtung Tucson. Aha, wir würden also wieder in unserem gewohnten Motel 6 in Wilcox absteigen, das ursprüngliche Etappenziel. Die Fahrt wurde eine wortlose. Uns lähmte die Sorge im fortgelaufenen Buddy. Nicht schmerzende Blessuren oder ein Schleudertrauma. Sogar unser Hund Teddy rührte sich kaum, lag nur zusammengekauert da. In meiner Verzweiflung hatte ich sogar Buddys Hundedecke am Unfallort zurückgelassen, extra draufgepinkelt und den geliebten Ball dazu getan. Vielleicht würde ihn das anlocken. Sonja, der Hund ist drin geblieben. Ich meine, der Teddy, einer, der andere ist raus. Schicksal, hörte ich Sonja geistesabwesend murmeln. Ich schloss die Augen, versuchte mir die Wüste bei Nacht aus Sicht unseres Buddy vorzustellen. Weglaufen! Ja, weg! Oh, dieser schreckliche Krach! Weg, weg, weg! Oh, meine Ohren, ich kann nichts mehr hören. Menschen, überall fremde Menschen. Ich erkenne ihren Geruch nicht. Und dieses grelle Licht, das Licht, ja, oh, ja, wo bin ich denn jetzt hier? Überall Sand. Sieht aus wie großes Katzenklo. Und nichts zu trinken. Ich hab Durst, nichts zu saufen. Wo ist denn der Martin? Da vorne wird es dunkel, ja gut. Dunkelheit ist gut. Wo ist Dunkelheit? Wo Dunkelheit ist, ist es sicher. Da werde ich nicht gesehen. Rennen, Buddy, ich muss immer weiter rennen, rennen, Buddy, rennen, rennen, weiter rennen. Etwas stimmt nicht. Ich bin nicht so schnell wie sonst. Bin ich etwa verletzt? Nur keine Schwäche zeigen. Endlich ist es dunkel. Aber was ist das? Lichtpunkte. Leuchtende Augenpaare. Viele davon. Sind das Hunde? Ein fremdes Rudel? Es riecht nicht nach Hund, aber es riecht gefährlich. Und ich höre Knurren. Hören? Oh, super. Ja, ich kann wieder hören. Jetzt erkenne ich auch mehr. Die sehen aus wie Hunde. Haben vier Beine, sind viel größer als ich. Besser, ich leg mich jetzt mal ganz flach hin und stell mich tot. Ich versuche zu schlafen, vielleicht gehen sie ja fort. Wie lange habe ich wohl geschlafen? Mein Rücken, oh, tut mir so weh. Solche Schmerzen hatte ich noch nie. Meine Hinterläufe, die sind mir gelähmt. Was ist nur geschehen? Ich muss mich unbedingt erinnern. Auto, mein Rudel, da war dieses fürchterliche Krachen. Alles ging kaputt und ich wurde mit dem Rücken gegen etwas Hartes geschleudert.
Oh nein. Ich habe mein Rudel verlassen. Mein menschliches Rudel und mein Hundefreund Teddy. Ohne sie bin ich verloren. Ich will nie wieder allein sein oder zu einem anderen Rudel gehören, aber bestimmt wollen die mich nicht mehr. Ich war feige und jetzt bin ich auch noch verletzt. Warum? Ich bin am Arsch. Warum habe ich mir das getan? Ich weiß es nicht. Ich hatte Angst, panische Angst. Ich muss zurückfinden, das ist meine einzige Chance. Vielleicht wartet mein Rudel ja doch noch auf mich. Aber wo lang? Überall ist es dunkel. Denk nach, Buddy, denk nach. Mein eigener Geruch, ja, das ist es. Ich muss nur meinem eigenen Geruch folgen. Wenn nur diese schrecklichen Schmerzen nicht wären. Was ist das für ein Rascheln? Da vor mir. Klingt wie eine Rassel von einem kleinen Menschenkind. Boah, Moment mal, erstmal stehen bleiben. Oh nein, eine Schlange. Die kenne ich von Mallorca, aber da sind sie nicht so groß und aggressiv. Die sieht nicht aus, als wenn sie Platz machen will mit ihrem hoch erhobenen Kopf. Kämpfen soll kämpfen. Mein Kopf ist viel größer, also auch mein Gebiss. Aber ich bin der Fremde hier und nicht in Topform. Ein weiter Bogen kann nicht schaden. Möglichst geräuschlos, um sie nicht zu reizen. Was ist das für ein Schatten? Für ein riesiger Schatten. Oh ja, die kenne ich. Kühe. Menschen mögen ihre Milch. Wenn ich die nicht anbelle, sollte es auch keine Probleme geben. Mal sehen, ich gehe mal näher ran. Hey, du blöde Kuh, was machst du mit deinem Kopf? Willst du mich etwa wegstoßen? Ist aber gar nicht nett. Ist das wirklich eine Kuh mit so großen Hörnern? Gibt's doch gar nicht. Warum rennt die mir jetzt hinterher? Puh, endlich hält der Fleischberg an. Mal überlegen, große Hörner, angriffslustig. Ja, was, dicke Euter hat die ja auch nicht. Moment mal, das ist ja ein Kerl. Egal, wie breitbeinig du dastehst. Du hältst mich nicht auf. Was hast du hier zu suchen? Das ist mein Territorium. Ich hab mich verirrt, mein Rudel verloren. Mein Rudelführer braucht bestimmt meine Hilfe. Verstehst du? Wrong chapter. Kapiert, amigo? Was mache ich nur mit diesem Ochsen? Hablas español? Que quieres? Wo kommst du überhaupt her, amigo? Von weit her. Sehr weit, aus Malle. Ach du Scheiße, du meinst doch nicht etwa Mallorca? Mucha fiestas! Hassa! Scheint ja ein gebildeter Ochse zu sein. Hassa! Hassa! Hassa!